Jo Leute, was geht? Wie ihr wahrscheinlich schon am Titel seht, ist es diesmal ein bisschen trauriger, also das heißt trauriger das Video, aber eher jetzt nicht so fröhliches Video, da ich wahrscheinlich tatsächlich erstmal jetzt eine Pause von Joostar mache, also sozusagen quitte. Und diesmal ist es wirklich kein April-Scherz, weil wir haben jetzt Mai, ja, erkläre ich glaube ich schon selber. Und ist es auch kein Joke oder so. Ich hab halt jetzt aktuell einen anderen Server gefunden, den ich halt, sag ich jetzt mal, mehr feier so. Und ich will jetzt nicht auf Krampf so halt Joost dann zocken, wenn ich halt was Geileres gefunden habe. Ihr seht das Video, glaube ich, dann am 9.5. oder am 10.5. Keine Ahnung. Muss ich noch schauen. In der Zeit bin ich aber im Urlaub, das heißt, da werde ich, würde ich sowieso nicht online sein. Auf jeden Fall, wo ihr mich nachfinden könnt, ist auf blogbanner.de. Da, das ist jetzt mein neuer Server, wo ich, da bin ich jetzt auf Switch. Ja, also, wenn ich Glück habe, was, also, das heißt Glück, ja, es macht mir gerade Spaß so. Aber, vielleicht bin ich in einem Monat schon wieder komplett nur auf Joostein. Ich weiß es nicht, ich kann das jetzt leider nicht predicten, so. Ja, also ich habe mir wirklich lange Gedanken gemacht, ob ich dieses Video halt wirklich machen soll. Besonders weil halt, das war halt jetzt ein bisschen ungünstig, dass ich den April-Scherz gebracht habe. Weil halt, ja, jetzt gibt es bestimmt ein paar Leute, die mir das dann halt auch nicht glauben. Aber ich sag's euch so, wie es ist. Ich, also außer als am 1. April mache ich eigentlich keine so Quitte-Sache oder so Joke. Und wenn, dann würde ich das dann so direkt schon sagen, dass es ein Joke wäre. Und es ist halt kein Joke, ne? Ich quitte halt wirklich so. Ich habe mir wirklich lange Gedanken gemacht, so. Also das heißt jetzt lange, so 2-3 Tage. Ich habe mir jetzt so gedacht, so, ja, was bringt es dir, wenn du jetzt hier auf Kampf Joostein zockst? Wenn es mir halt keinen Bock macht, dann denke ich mir halt so, ja, suchst du einen anderen Server. Und ich bin ja auch ein paar Mal bestimmt auch online auf Joostein. Es wird jetzt nicht so sein, dass ich jetzt wirklich von jetzt auf nie wieder auf Joostein bin. Ich hab auch lange jetzt nochmal überlegt, ob ich Video auf Joostein oder auf Blogbanner aufnehme. Weil ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe. Es ist gerade, wir haben knapp 0 Uhr fast. Deswegen bin ich ein bisschen müde, aber ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe. Ich wechsle halt auf blogbanner.de. Und ich wusste jetzt nicht, ob ich das auf Joostein aufnehmen sollte das Video oder halt auf Blogbande, und ich habe mich dann entschieden, hier auf Joostein zu machen, weil passt irgendwie wäre, weil wenn ich Joostein quitte, dann sollte ich das auch irgendwie auf Joostein machen. Genau. Ja. Und ja, ich glaube, das war's dann auch mit dem Video. Mehr kann ich nicht sagen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ja, es war auch wirklich keine einfache Entscheidung, das hier zu machen, weil ich spiele Joostein tatsächlich schon 3 Jahre oder über 3 Jahre, das ist heftig. Deswegen war es auf keinen Fall jetzt wirklich eine einfache Entscheidung, die ich wirklich heute Morgen hatte ich die noch nicht, und die hatte ich erst seit, naja, ich nehme das Video jetzt am 8.5. auf. Ich habe die jetzt seit 18 Uhr gehabt und jetzt ist es knapp 12 Uhr, halt Mitternacht. Nee, so war das nicht. Also ich habe mir da jetzt schon ein paar Gedanken drüber gemacht. Aber ich kann mich nur wiederholen, so. Ich zocke halt die Sachen, die ich gerne spielen möchte und so. Und da wahrscheinlich jetzt oft die Frage in den Kommentaren aufkommen wird, kann ich ja Loot, bitte, du quittest da jetzt, da brauchst du halt doch keinen Loot mehr. Nein, ihr kriegt mein Loot nicht. So hat sich jetzt anhört. Ihr kriegt mein Loot nicht, weil, wie ich ja schon vorher beschrieben habe, wenn ich dann wiederkomme, also vielleicht bin ich in einem Monat auch schon wieder full main hier auf Joostein. Das weiß ich halt nicht. Und wenn das halt dann der Fall ist, dann wäre es halt scheiße, wenn ich dann einfach wieder mit Null starten würde. Dann hätte ich auch keinen Bock mehr auf Joostein. Ja, weil ich dann halt schon weiß, so, yo, du hast mal richtig viel, jetzt musst du wieder von Null anfangen. Ja. Ich finde es generell auch schade, weil es waren schon gerade Zeiten, die ich erlebt habe. Ich hoffe, ich komme, insofern bin ich ja wieder auf Joostein Main, aber das weiß ich leider nicht. Und ja, ich wollte eigentlich gerne, dass das Video so lang geht, aber mir sind noch sehr, sehr viele Sachen eingefallen. Probier es ein bisschen kürzer zu cutten, glaube, aber da werde ich auch nicht viel finden. Naja, deswegen hätte ich jetzt gesagt, auch das traurige Video hat jetzt ein Ende. Und ich würde sagen, ciao. Ciao.